Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Schottland. Heute aus dem Carron Valley. Das ist hier ein Gebiet, so in der Nähe von Glasgow kann man sagen, zwischen Callander und Glasgow. Und es ist ein ziemlich ländliches Gebiet, würde ich sagen. Wir waren hier noch nicht vorher. Von uns ungefähr eine Dreiviertelstunde zu fahren. Wir sind hier auf dem Weg zu Sir John Graham's Castle. Das ist ein Platz von einem ehemaligen Castle, wie der Name schon vermuten lässt. Ist aber eigentlich eher ein Landhaus gewesen, wohl so eine Art oder so ein Turmhaus. Wie ihr vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme hören könnt, hat es mich ziemlich erwischt gehabt mit der Sommergrippe und bin jetzt auf dem Weg der Besserung, aber deswegen gab es die letzten 2 Wochen kein Video. Corinna ist dabei, Hund ist dabei. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal die Gegend an und nehmen euch mit. Viel Spaß dabei. Hinter mir ist jetzt auch schon John Graham's Castle und ja, wie ihr jetzt mitbekommen habt, ist es, glaube ich, so vielleicht so 2 Minuten oder sowas von dem Parkplatz oder von der Parkmöglichkeit da unten entfernt. Und wir gucken jetzt einfach mal hinter. Sir John de Graham's Castle. Ja, hier sieht man, dass das hier weniger eine Burg war, sondern mehr eben so ein größeres befestigtes Haus. Hier steht, dass das hauptsächlich hier ein Timberframe, also ein Holzständerbauweise Haus war. Ah, hier ist interessant. Blind Harris Wallace. Hier wird dieses Castle im 15. Jahrhundert Gedicht Blind Harris Wallace benannt. The Gallant Graham. Sir John de Graham, a loyal supporter and friend of William Wallace, is thought to have lived here. Ah ja, sehr interessant. Schon lange her, 1298 ist er hier anscheinend gestorben. Also dann schauen wir doch mal hier rein und gucken uns die ganze Situation mal an. Finde ich total faszinierend, muss ich sagen, dass dann hier ein guter Freund von William Wallace gewohnt hat und wie ewig lang das schon her ist. 1298 gestorben, meine Güte, 700 Jahre her. Und man sieht dann immer noch die Spuren von dem Haus. Und wie ihr gesehen habt auf dem Schild, ist das jetzt hier der Burggraben oder der Graben um das befestigte Haus. Ich zeig's euch. Hier geht's rüber und hier komplett außenrum ist dann der Graben. Man kann ja dann davon ausgehen, dass wenn William Wallace befreundet war mit dem Sir John Graham, dass auch William Wallace hier einst war und seine Zeit hier verbracht hat. Ist wirklich ein schöner Ort. Man hat die super Aussicht hier. What's really going on?
so can't you stay? Please just talk to me if things ain't fine. Look away, you just look away. Why would you say if things ain't right? Would you tell me, can't you say? Please just talk to me if things ain't fine. Es gibt hier tatsächlich reife Heidelbeeren in Hülle und Fülle. Perfekt. Direkt aus dem Garten von John Graham. Das hätte er sich vor 700 Jahren hier auch nicht gedacht, dass irgendwann mal die Deutschen kommen und seinen Garten plündern. Ja, so ist halt, ne? Da ist mir jetzt aufgefallen da drüben, dass da noch ein paar Mauern von diesem Nebengebäude sind. Die will ich jetzt mal anschauen. So, da vorne sind jetzt diese paar Grundmauern, wahrscheinlich von diesem Nebengebäude. Wenn man hier durch möchte, muss man sich da ein bisschen durch die Brennnessel durchschlagen. Mache ich jetzt. Also es geht jetzt wieder weiter. Wir laufen jetzt einfach ein Stückchen in den Wald vor und schauen uns da noch mal ein bisschen um. Und ja, dann haben wir vor, noch zu dem Findri Wasserfall zu gehen. Der ist nämlich auch ein Wasserfall in der Nähe. Der alte Saubär war schon wieder irgendwo im Wasser. Na, wo warst du denn schon wieder? Wir sind jetzt hier ein kleines Stückchen den Weg weitergelaufen. Und hier ist ziemlich viel so Holzfällarbeiten im Gang. Und ja, ich glaube, wir drehen jetzt einfach wieder um. Oder? Was meinst du? Immer wieder um. Auch kleine Fliegen in der Nase hier. Paddy hat sich einpaniert. Matschloch, ne? Sobald ein Matschloch da ist, ist der Paddy drin. Ja, hier wurde alles irgendwie platt gemacht und so ein größerer Parkplatz auch da vorne erstellt für keine Ahnung für was. Aber ich glaube, das. Das ist ein Holzlagerplatz vielleicht oder sowas, ne? Für diese Baumaschinen. Ja, irgendwas werden die doch lagern. Da vorne liegt doch schon ein bisschen Holz. Also das ist jetzt direkt hier neben diesem John Grahams Dings. Wir fahren jetzt ein Stückchen weiter zum Wasserfall. Ich habe gerade gesehen, dass ich das Auto echt beschissen geparkt habe. So kann ich das ja nicht stehen lassen.
mal interessant. Weil ich hier so ein bisschen hochgefahren bin. Das ist halt wieder so eine schlechte Parkmöglichkeit. Aber ich drehe dann mal um und versuche dann da drüben zu parken. Also das Auto steht jetzt definitiv besser da. Hier. Und da drüben geht es jetzt auf den Fußweg zum Wasserfall. Wieder eine sehr idyllische Gegend. Der Wasserfall, zu dem wir jetzt gehen, ist der Loop of Findry Wasserfall. Der sieht ziemlich breit aus auf den Bildern, die ich gesehen habe. Und ist definitiv keine Touristenattraktion. Was es natürlich für uns auch interessant macht, weil einfach wenig los ist und es natürlich auch immer ganz interessant, mal ein bisschen abseits von den bekannten Routen sich aufzuhalten und die Gegend ein bisschen zu erkunden. Wir sind beide noch nicht komplett fit, deswegen hält sich das alles jetzt ein Stück weit in Grenzen, was wir so jetzt an Aktivitäten machen. Wir haben auch gesagt, dass wir uns gerne einfach mal auch ein Stück die nähere Umgebung um Callander anschauen, so zwischen Callander, Glasgow, Edinburgh und so ein bisschen Lowlands. Die Lowlands haben wirklich richtig viel zu bieten und ein Grund da ist nicht nur, dass es hier interessant ist, sondern dass man hier ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen andere Sachen sieht, die nicht so auf der Touristen-Bucketlist stehen. Der andere Grund ist, dass der Diesel einfach so extrem teuer geworden ist. Also zurzeit sind wir bei über 2 Pfund pro Liter, was dann 2,40 Euro bedeutet für einen Liter Diesel. Also ich habe gestern das kleine Auto vollgetankt und habe 95 Pfund bezahlt. Das muss man sich auch mal überlegen. Kannst du dann auch nicht beliebig überall durch die Gegendkurven bei den Preisen. Ich höre den Wasserfall schon. Wow, der ist ja toll. Den Paddy können wir jetzt leider nicht freilassen von alleine, weil da drüben ja der Wasserfall ist und der Hund einfach sonst in zu große Gefahr gebracht werden würde. Muss er sich halt so ein bisschen einpanieren. Thank you.
Also wir waren jetzt hier am Wasserfall eine ganze Zeit lang rumgesessen, haben ein bisschen was getrunken, haben da die Aufnahmen gemacht und so, und es ist der Hammer hier, ist echt schön, eine kleine versteckte Perle sozusagen. Jetzt machen wir uns auf in Richtung Duncarron. Wir sind ja hier im Carron Glen oder Carron Valley, und hier gibt es so ein mittelalterliches Dorf. Dieses mittelalterliche Dorf ist allerdings immer noch, ich weiß zwar nicht warum, aber immer noch wegen Covid-Beschränkungen nur noch an bestimmten Events geöffnet. Aber wir wollen es wenigstens mal von außen sehen. Auf der Webseite blende ich mal hier ein. Kann man sich das ja mal anschauen. Bisher war es leider immer geschlossen. Als ich auf die Webseite geschaut habe, direkt dort war ich noch nicht. Und jetzt fahren wir mal dahin, weil wir in der Gegend sind, und schauen mal, was wir von außen sehen können. Also wir sind hier jetzt an dem Parkplatz, und der kostet normalerweise Geld, aber das Parking-Dings ist kaputt, zum Glück, ist auch mal schön. Und ja, hier kann man sich ein bisschen aufhalten, da sind ein paar so Sitzgelegenheiten, da drüben grillen ein paar Leute. Und wir laufen jetzt mal in diese Richtung auf die Straße. Weil da geht es nämlich dann zu dem Duncarron. Was hier auch auffällig ist, dass hier anscheinend irgendwas gedreht wird, irgendwelcher Film wird gedreht. Man erkennt das immer an diesen orangen Schildern. Das sind diese Filmcrew-Schilder. Vorne, ein bisschen weiter vorne, steht Cars und hier steht Horses. Da ist auch schon ein Schild für Duncarron. Ja, da ist dann noch ein Toilettenhäuschen da hinten. Werde ich vielleicht dann mal gucken. Und hier geht es dann, glaube ich, zu diesem Trail weiter. Ja, das ist ein Mountainbike Trail auch. Es wäre jetzt schon mal interessant zu wissen, was hier wieder gefilmt wird. Nämlich keine Ahnung. Irgendwas bei Glasgow, habe ich gehört, wird wohl Indiana Jones gefilmt. Oder wurde. Und dann gibt es natürlich auch noch die neue Outlander-Staffel. Vielleicht auch die. Aber alles nur eine Idee. Keine Ahnung. Also, das Ding kenne ich schon. Movie Makers. Das stand auch auf dem Outlander-Drehort. Denke ich davon aus, dass hier Outlander weiter gedreht wird. Und da drüben sind auch einige Autos, also da ist irgendwas los, da wird ein bisschen was gemacht. Ja, ich habe jetzt gerade mal einen gefragt, der hat auch gemeint, das ist ein Outlander-Drehort. Interessant. Da. Das ist ja interessant. Das ist hier. Das ist von der Claire. Schaut her. Claire. Das ist der Wagen von der Claire. Sehr lustig. Wir sind jetzt umgedreht, weil wir da nicht weiter dürfen. Also dieses Duncarron Village Ding ist gesperrt gerade. Und ja, wir haben auch nochmal einen, sah aus wie so ein Security-Typ, gefragt, und er hat gemeint, dass die jetzt auch hier alles in 20 Minuten noch weiter schließen, was auch immer das dann bedeutet, weil zu ist ja zu.
Ja, interessant auf jeden Fall, dass hier anscheinend dann ein Outlander-Drehort ist, in dem wir so reingestolpert sind, zufällig, und wussten wir ja nicht vorher, dass das hier ist. Jetzt gehen wir mal in Richtung Staudamm von diesem großen See. Vielleicht kann man da mal auf den Staudamm drauf schauen und kann man von oben runter gucken oder so. Also Richtung Staudamm können wir gerade leider nicht gehen, weil da auch da drüben ein Zaun ist und das Tor auch abgesperrt war. Jetzt schauen wir mal in die Richtung hoch. Das ist jetzt wieder in Richtung Dunkeren. Vielleicht kommen wir dann hier Richtung, also Richtung auf jeden Fall, aber zum Staudamm hoch. Sieht gerade ganz gut aus. Also hier ist es ganz wichtig, anscheinend nicht reinzugehen. Läuft keiner weiter. Also der Weg, den wir jetzt gekommen sind, der war jetzt nicht gesperrt. Und wir wollen uns auch eigentlich bloß mal auf die Bank setzen vielleicht. Ein bisschen schauen am Staudamm. Ist echt schön, total gut. Und sieht aus, als könnten wir da auch einen Zugang bekommen. Ja, sieht gut aus. Wir sind jetzt nicht bei dem Dunkeren Mittelalter Dorf angekommen. Ist alles gesperrt, wir dürfen da leider nicht hingehen. Aber interessant trotzdem ist jetzt hier an einem Outlander Drehort rausgekommen zu sein. Hatte ich nicht erwartet. Und wir haben viele schöne neue Ecken gesehen und ja, das war einfach super schöner Ausflug. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, ich setze mich jetzt noch mal ein bisschen dahin und schaue mir den See an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte noch einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!